Skiwürfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Folge der Würfelphilosophen. Frisch aus der Weihnachtspause zurück. Wie geht's euch, Jonathan und Alex, die ihr heute hier seid? Alex, fang du an. Mir geht's wieder gut. Ich hatte leider heftige Grippe, aber ich hatte ein tolles Weihnachtsfest, das mich selbst überrascht hat. Bin ich echt dankbar für. Und die Sonne lacht jetzt wieder hier unten in Freiburg, deswegen ist es schön. Ja. Ich bin sehr müde. Wir hatten viel, viel Krankheit daheim. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie auch genug vom Winter, muss ich gestehen. Aber Weihnachten war schön, Silvester war so ein bisschen schon angekränkelt, der Urlaub danach auch, aber jetzt geht's aufwärts. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, schöne Grüße gehen raus an den Zeitiger, der heute leider nicht hier sein kann und vermutlich auch in den nächsten Sessions nicht dabei ist. Mal gucken, vielleicht legen wir ein paar Termine um, dass er dann irgendwie doch dabei sein kann. Aber der Junge ist busy. Kann man mal so sagen. Ja, gut für ihn, gut für ihn. Ja. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Ist nicht ganz so einfach. Es ist echt viel passiert in den letzten Wochen. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, was können wir machen und wo setzen wir uns dann auch nicht zu doll in ein Fettnäpfchen rein. Oder, ja. Und wir haben uns entschieden, wir quatschen heute einfach mal ein bisschen über die Lage, über Politik, also erstmal grob. So, über Politik und über die Lage der unserer Demokratie, die ja anscheinend, zumindest wird es so ganz oft jetzt auch auf den Straßen bei den Demonstrationen verteidigt werden muss vor Individuen, die sie abschaffen wollen. Um das jetzt mal ganz grob auszudrücken, oder Gruppen, die sie abschaffen wollen. Ja, und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir das wahrnehmen. Und wie wir das finden, wie man damit umgeht, dass es solche Gruppierungen gibt, ob man das gut oder schlecht findet. Ich meine, wir sind ja alle drei sind wir hier so politisch in so einer halbwegs vernünftig gleichen Ecke. Von daher werden wir da nicht viel Diskussion haben, aber vielleicht macht irgendeiner meiner Advocatus oder so. Mal schauen. Also wie nehmt ihr denn gerade das politische Klima wahr? Vielleicht fangen wir mal damit an. Mal so mit den, also um das mal einzuordnen für die, die es später oder irgendwann hören, hier den Podcast. Wir haben gerade massiv Proteste gegen rechts hier Anfang 2024 und ja, ausgelöst durch einen Enthüllungsbericht, der mal wieder aufgezeigt hat, dass die Rechten in unserem Land doch ein bisschen genauer planen, als man das vielleicht wahrhaben wollte. Genau, das ist ja auch so der aktuelle Stand. Ja, ich denke mal, wenn die Folge veröffentlicht wird, wird da noch ganz viel Entwicklung passiert sein, die wir jetzt natürlich nicht absehen können. Aber die letzten Wochen ist ja echt viel passiert. Mit dem Korrektiv-Enthüllungsding und wer denn da alles dabei war oder nicht dabei war oder bestreitet dabei gewesen zu sein. Und die Welle an Empörung, die eben auch auf den Straßen gezeigt wird. Das ist unser aktueller Stand. Ja. Wer weiß, was in einem Monat ist. Und genau, Quali hat es angekündigt, wir wollen mal überlegen, wie gehen wir damit um, dass es eben diese Gruppierung gibt, dass es diese Bewegung gibt, dass es da Menschen gibt, die an diesen Grundfesten der Demokratie und unserer modernen Gesellschaft einfach wackeln wollen und die abschaffen wollen. Und vielleicht sogar auch, vielleicht schaffen wir es da auch noch drüber zu reden, wie könnte man diese Menschen wieder erreichen? Und jetzt, man muss ja nicht zwingend mit unserer Meinung irgendwie
übertölpen, ne? Es ist ja schön, dass wir verschiedene Meinungen haben, aber wenn die dann eben demokratiefeindlich und menschenfeindlich werden, dann sind da ja offensichtlich Grenzen überschritten. Und die Leute wieder zurückzuholen in die moderne Gesellschaft, sage ich jetzt mal, da gibt es ja immer wieder Ansätze. Mal schauen, ob wir da irgendwie Wege finden wollen. Aber erstmal, ne, wie gehen wir denn, wir drei hier, damit um? Ich würde einfach mal anfangen, wenn das okay ist für euch zwei. Ich gehe natürlich auf die Demos. Das ist ganz klar. Hier unten, Freiburg ist ja auch so eine linksgrün versiffte Gutmenschen-Bubble. Wir kennen's. Dementsprechend haben wir auch echt viel Demos, die auch alle erstaunlich gut besucht werden, obwohl sie sehr kurzfristig angesagt sind oder sehr häufig passieren. Also in der ersten Woche nach dem Enthüllungsbeitrag von Korrektiv hatten wir drei Demos innerhalb einer Woche. Die erste 10.000, die zweite 6.000 und die dritte 25.000 Leute. Also da kamen ordentlich Leute zusammen in einer Stadt von 250.000 Einwohnern. Natürlich haben wir auch noch den umliegenden Landkreis, der eigentlich auch mit dazu zählt. 500.000 Leute, aber ne, so ein Zehntel oder wenn man den umliegenden Landkreis mitnimmt, ein Fünftel der Bevölkerung stand an einem Samstag hier auf der Straße und unter der Woche waren es eben auch noch ganz schön viele, relativ spontan. Da war ich dabei. Weil, warum mache ich das? Ich sehe, dass diese ganzen lauten Stimmen, die da auch immer wieder weg mit der Ampel rufen oder die sagen, dass Ausländer raus müssen oder was die sich immer auf die Fahne schreiben, die sind zwar laut und meinen dann durch diese Präsenz in den Medien auch eine Mehrheit zu sein, aber jetzt können wir denen eben zeigen, dass wir es nicht sind. Und viele Menschen fühlen das und das ist ein Momentum, das ich mitnutzen möchte und unterstützen möchte, weil da jetzt auch sehr viele Menschen bei den Demos standen, die ich sonst nicht sehe bei den üblichen Demos, wo ich mitlaufe. Das ist auf jeden Fall eins. Ja, Präsenz zeigen, wirklich die Mehrheitsgesellschaft zeigen, dass eben Demokratiefeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit keine Meinung sind, die Platz haben in unserer Gesellschaft. Wie gehe ich sonst damit um? Wie ich auch mit der Klimakrise umgehe. Ich muss sie einfach ab und an ausblenden. Sonst macht mich das kaputt. Ja, ich muss einfach auch mir Zeit für mich nehmen, Hobby, Zeit zulassen, Zeit mit meinen Freunden zulassen, die genießen. Weil wenn es mir schlecht geht, kann ich das Leid der Welt nicht beenden. Ja, dann bin ich nur mehr am Leiden. Das hilft mir nicht, das hilft auch anderen nicht. Könnte ich noch irgendwie aktiver werden als auf Demos gehen? Vielleicht. Aber ja, irgendwie hat mein Tag nur 24 Stunden. Und ich bin ja jetzt auch hauptberuflich im Klimaschutz tätig und genieße dann meine Freizeit auch wieder ein bisschen nutzen zu können. Das ist so ganz, ganz grob überschlagen, wie ich damit umgehe. Natürlich kommen dann noch so Unterschriften an die entsprechenden Stellen setzen, wo ich hoffe, dass was passiert. Ich habe auch letztens mal der CDU geschrieben, weil die eine Fraktion hier unten sich gegen die Demos ausgesprochen hat, was ich einfach nicht dastehen lassen wollte und denen halt geschrieben habe, das geht so nicht. Ich könnte euch nicht einfach mit so einer Begründung von, ja, man muss alle Meinungen akzeptieren, da rausziehen und quasi dann indirekt unterstützen. Habe ich natürlich keine Antwort drauf bekommen, aber so Sachen mache ich dann auch noch. So, ihr zwei, wie geht ihr denn damit um? Also ich war bei keiner Demo, hat aber nicht damit zu tun, dass ich ja keinen Bock drauf hätte oder dass ich das für Blödsinn halte, sondern schlicht, ich schaff's nicht. mit Kindern und so. Ich meine, man könnte auch mit dem Kind irgendwie hin spazieren und so, aber das ist alles so im Alltag. Also es ist nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren noch, dass man einfach mal rausgeht und einfach mal spontan irgendwo auf eine Demo geht. Das muss halt einfach auch langfristig dann, wenn irgendwie in den Alltag integriert werden. Meine Frau ist gerade hochschwanger und so. Das ist alles,
momentan nicht machbar. Ich wäre gerne gegangen und ich habe das auch sehr, sehr stark verfolgt hier in meiner Region, was da passiert. Ich habe das auch gepusht auf meine Arbeitsstelle, wo ich weiß, dass Leute und Kollegen zu der Demo gegangen sind, in dem Ort, wo ich arbeite, dass das auch publik gemacht wird, dass dass meine Kirche, bei der ich arbeite und zu der ich gehöre, dass die aktiv an der Demo teilgenommen haben. Ich habe dafür gesorgt, dass das nach außen dringt, ne, dass wir da aktiv werden oder wir als Organisation, als Gruppe dazu stehen und habe mich dafür stark gemacht, dass das halt auch vorkommt. Also es gibt halt auch Stimmen, die sagen, ja, das muss man nicht irgendwie groß publik machen, was wir da mitmachen. Aber ja, habe ich mich durchgesetzt. Und habe dafür das gesorgt. Und ich war halt sehr, sehr positiv überrascht, halt, dass hier in dem doch sehr konservativen Landkreis, wo ich hier bin, sehr, sehr viele Bauern hier zum Beispiel, sehr, sehr konservative Wählerschaft, dass hier dann doch so viele Leute dann auch zusammenkommen und dann auch sagen, so irgendwo ist Schluss, ne? Und dann halt, wie der Alex das schon gesagt hat, ich meine, ich war nicht vor Ort, habe es nicht gesehen, so welche Personen da laufen, aber man sieht es halt auf den Bildern, so dass der Marktplatz hier voll ist und dass der Platz vor der Kirche voll ist und so. Und dass die Leute sich getroffen haben, man erkennt einzelne Leute halt auf den Bildern. Und das ist schon, man fühlt sich dann, ich fühle mich dadurch wohler, dass ich sehe, es passiert was. Ne? Weil man sagt ja immer so die schweigende Mehrheit und dann. Es gibt dann Leute wie Aiwanger, die dann sagen, die Mehrheit muss sich endlich wieder die Demokratie zurückholen. Ja, hat sie jetzt gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Herrn Aiwanger war, aber das weiß ich nicht. Ich vermute mal stark nicht. Also nicht in allen Einzelheiten zumindest. Aber ja, es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, da sind Leute, die genauso denken wie ich. Und das sind viele. Erstmal, als ich das gehört habe, unglaublich viel gelesen. Alles, was so veröffentlicht wurde. Und mich hat als erster Satz immer erstaunt, wenn da stand, AfD-Mitglieder treffen sich mit Faschisten. Da dachte ich mir, hä? Es treffen sich Faschisten mit Faschisten. Die einen sind in der Partei, die anderen nicht. Die anderen sind im Verein für deutsche Sprache. Also das Wording fand ich echt spannend. Und wie sehr die Leute auf die AfD abgegangen sind, aber niemand auf die zwei CDU-Mitglieder, die genauso Ja, namentlich waren. das fand ich auch, ja. Unglaublich. Da habe ich gedacht, die haben so ein Scheißglück, dass da einfach welche zeigen, deren Finger noch brauner war. Und also widerlich. Da habe ich gedacht, ihr kommt da echt zu gut weg. Also was mich wirklich berührt, also es ist unglaublich geil, wenn irgendwie 200.000 oder 175 oder 300.000 Menschen demonstrieren in Großstädten. Aber was ich den Hammer finde, ist, dass in Städten wie Chemnitz und Bautzen, wo ja Linkssein echt die Lebenserwartung senkt, die Leute, die Zivilgesellschaft auf die Straße geht. In Prozentzahlen, die auf die Einwohner hochgerechnet sind, teilweise größer sind als in Großstädten. Die Leute riskieren wirklich was. Das hat mich tief beeindruckt. Mir ging es wie dir, Koali, dass den einen Samstag waren wir alle noch irgendwie krank oder ich musste hier zwei kranke Personen pflegen. Und den anderen Samstag war ich dann halt nicht da. Also einmal wären wir gerne nach Hannover gefahren auf eine Demo. Das ging gesundheitlich nicht und dann war ich das Wochenende unterwegs. Aber auf der Arbeit hat also die Hochschulgemeinde, in der ich tätig bin, die waren auch nicht alle, aber die waren auf der Demo. Meine Kollegin ist mit hingegangen und wir haben auch, also wir machen ja das ganze Semester über auch politische Bildungsarbeit. Wir hatten dieses Semester einen Workshop zum Thema Rassismus und einen Workshop zum Thema Critical Whiteness, also was bedeutet es, rassistische Ausgrenzung zu erfahren und Hassrede und so? Und was bedeutet es eigentlich in dieser Gesellschaft weiß zu sein? Was bringt das an Privilegien mit sich und so? Und das ist ja schon, das tut auch weh.
Wir setzen uns da sehr, sehr viel mit auseinander und haben irgendwie jedes Semester so ein gesellschaftspolitisches Thema. Sei es jetzt Queerness wie letztes Sommersemester, Rassismus wie dieses Wintersemester oder Antisemitismus, das ist jetzt nächstes Sommersemester. Und also nächstes Jahr Titel, ich glaube, will ich, glaube ich, ein großes Transpi haben für die für die Infomeile in der Einführungswoche, wo draufsteht, wir sind die Kirche, vor der euch die AfD immer gewarnt hat. Weil es das beschreibt, was wir sind. Ansonsten macht es mir echt Sorgen. Und was ich bemerkenswert fand, ist, nach diesen massiven Protestwellen gab es ja heute einen Schlagabtausch eigentlich zur Haushaltsdebatte. Also Merz hat es sich nicht nehmen lassen, auch auf Scholz rumzuhacken, aber hat sich gegen die AfD ausgesprochen. Ich würde ja sagen, das ist Taktik, weil der gemerkt hat, oh, so ein geiler For Future Reference Koalitionspartner sind die doch nicht so beschissen wie der Rest also wie die große Teile der Gesellschaft diese Partei finden. Das war unerwartet. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich so klar von der AfD abgrenzt wie sonst selten. Also das ist ja, der macht ja auch so Dog-Whistling-Kram. Also sagt mal so einen Satz, den man dann als AfD-Sympathisant auch so hören könnte. Und ist ja jetzt nicht durch sein Linkssein bekannt, der gute Ja, Friedrich Merz. ich weiß nicht, ob du noch viel zu sagen, aber ich würde da direkt mal reingerätschen, weil Okay. also ich höre ja im Auto, ich fahre ja viel Auto, ne? Ich höre ja sehr viel Bundestagsreden und so, befasse mich da ja ganz viel mit. Und ich nehme den Merz, finde, das ist konsistent, was er gemacht hat heute. Der macht das häufig. Also der grenzt sich schon gegen diese Partei AfD ab. Aber du sagst jetzt ganz klar, der glänzt nicht durch sein Linkssein. Das muss er auch nicht. Der ist nämlich in keiner linken Partei. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Er ist in einer konservativen Mitte-Rechts-Partei, eher Tendenz zu rechts als zur Mitte momentan, zumindest. Und da heißt es, dass man ruhig auch Sache vertreten darf, die ich als linke Person scheiße finde. So. Aber das heißt nicht, dass er generell offen ist gegenüber der AfD, weil die nochmal das ganze Rechtstum nochmal auf ein anderes Level hieven. Und das ist, glaube ich, auch das Alleinstellungsmerkmal, was diese Partei noch hat, in der rechten Politikszene, glaube ich. Und deswegen muss man da, glaube ich, mit zwei Augen drauf blicken. Und dem Merz auch mal sagen, irgendwie, ja, dem das mal zugestehen, dass er sich gegen diese Partei schon abgrenzt. Ich weiß nicht, ob seine ganzen Parteikollegen ihm da so beipflichten in diesem klaren Statement gegen die AfD, weil ich glaube, da gibt es einige dabei, die hätten schon ganz gerne so einen neuen Koalitionspartner in der Hand. Ja, das ist schon auch wahr. Also, was du sagst, ist natürlich richtig. Niemand, also es müssen nicht alle links sein, das wäre ja auch strange. Und ich glaube tatsächlich, aber also die Korrektivrecherchen und alles, was da jetzt so darum aufploppt und Äußerungen in Landtagen und so, das zeigt ja, dass tatsächlich, also die Ablehnung des Staates und der, ich sag mal, grundsätzlichen, der ihn stützenden Institutionen, dass das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal zu sein scheint. Aber ich muss auch gestehen, dass mir nach den letzten Jahren ein bisschen ich liebe dieses Wort, es ist wunderschön kompliziert, die Ambiguitätstoleranz. Also auszuhalten, dass auch Leute andere Meinungen haben. Und die auch vertreten werden. Ich finde es halt schwierig, wenn man wenn man so Politik macht, als ob man die AfD wäre. Also vor 15 oder vor 10 Jahren war die AfD eine Eurohasserpartei.
Und alle fanden das Wording furchtbar. Und im Herbst sagt unser Kanzler im Spiegel-Interview, man muss im großen Stil abschieben. Heute oder gestern war Debatte für, war Gedenkstunde im Bundestag, Holocaust-Gedenken. Und am selben Tag sagt Lars Klingbeil, irgendwie, man muss jetzt aber auch die Abschieberegeln mal so richtig durchsetzen. Was geht denn? Also in einer Aber Zeit, das wo eine hat ja sowas. mit dem anderen nichts zu tun, würde ich jetzt mal krass behaupten. Ja, trotzdem ist es irgendwie maximal unsensibel. Und Das schon. ich möchte auch behaupten, es wäre vor 10 Jahren nicht passiert. Also, was da mittlerweile an Instinktlosigkeit herrscht, nur um einem bestimmten Klientel alles recht zu machen, das war jetzt absichtlich undeutlich gesprochen. Ist irgendwie auch, also, und die Leute rennen dann, wählen dann doch das Original. Also, da geht mir irgendwie die Hutschnur hoch und ich verliere da ehrlich gesagt meine Toleranz an diesem Punkt. Also, wer mich länger kennt, ich war ja irgendwie schon immer links. Von daher, also, ich finde das echt ganz schwierig und, ja, aber diese Diskussion mit rechts sein dürfen und nicht, gab es ja auch, also in meiner Insta-Bubble ging dann irgendwann vom NDR so ein Sharepic rum, man solle Demos gegen rechtsextrem sagen und nicht gegen rechts. Und ich denke mir, also aus meiner Position muss ich sagen, jein, weil ich will auch nicht, dass irgendwie Politik gemacht wird, die zwar verfassungskonform, aber nur 3 Millimeter weiter links ist als die AfD. Das will ich ja auch nicht. Und mir scheint, die Leute, die da geredet haben auf Demos, die Transpis, die ich gesehen habe, dass das weite Strecken ähnlich sehen. Da sind die, also irgendwie die Proteste in Hamburg, wo die Rote Flora ist und Pauli, sind sicherlich anders, auch gesamtgesellschaftlich anders gelagert als die in Bautzen. Und trotzdem, also ja, finde ich, ist das auch irgendwie wieder so Wortklauberei. Das ist wie Thomas Kemmerich, der nicht so zu diesen Demos gegangen ist, weil er gesagt hat, ohne die Politik der Ampel wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Diese Art von Verhalten, und die machen das ja erst groß. Also wie man sich so aus seiner demokratischen Verantwortung stehlen kann, das finde ich echt schäbig. Der Alex sitzt hier auf heißen Kohlen, möchte, was hast du sagen, schon die ganze Zeit. Ja, es ist, also ich kann das nachvollziehen, was du ja sagst, Jonathan. Ich glaube, was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, ist, dass die Grenze des Sagbaren ja weiter, weiter, weiter nach rechts gerückt ist, ne? Wie ihr schon gesagt habt, was die CDU heutzutage so von sich gibt, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Und die bedienen sich ja auch an der Rhetorik der Republikaner. Man erkennt da super viele Parallelen, erschreckend viele Parallelen. Und das Doofe ist halt, ja, das ist ja eben diese Spirale der Radikalisierung, wenn eben von immer weiter rechts gefordert wird, wir müssen uns in der Mitte treffen, dann ist die Mitte der Gesellschaft nicht mehr die Mitte, die da getroffen wird. Ja, dann ist man sehr weit rechts, wenn man von links immer weiter nach rechts rücken muss. Und dann ist halt das, was gerade noch sagbar ist und tragbar ist, schon viel zu nah an verfassungsfeindlich, weil eben wir haben ja jetzt leider nur Ton. Ich würde jetzt gerne so ein Diagramm malen, ne? Ihr wisst das, die X-Achse, ne? Und ganz weit rechts sind jetzt die ganz Rechten und auch schon kurz davor sehr viele andere Rechte. Und die Mitte ist dann auch schon irgendwie in dem rechten Spektrum, wo es früher nicht war. Habe ich das gut darlegen können? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir folgen. Und dann ist natürlich klar, dass das, was die Mehrheitsgesellschaft sich da auch nicht wiederfindet, was nicht heißt, dass sie automatisch links ist, sondern nur, dass eben die Mitte dessen, was irgendwie präsentiert wird in den Medien und in der Politik, sehr weit rechts ist. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass also diese Toleranz, dass man vieles aushalten muss,
hat abgenommen, weil eben vieles so weit rechts geworden ist im Reden. Wenn da halt von, ich weiß nicht, dass da, was hat der, das war doch auch der Merz, der den ukrainischen Flüchtlingen Sozialflucht und Sozialschmarotzerei vorgeworfen hat, ne? Das ist ganz klar Dog Whistling, das ist AfD-Sprech, ja. Das ist ganz klar. Und wenn so jemand das sagen kann und das nicht einen Aufschrei hervorruft, ja, wenn er ist ja irgendwie Chef der CDU, wenn ich das jetzt mal salopp zusammenfasse, ne? Und wenn der das sagt und dann da oben bleiben darf, dann ist einfach der Diskurs sehr weit weg von der Mitte. Und das ist, glaube ich, was, was auch schon viele nicht aushalten wollen. Ganz klar. Und die treffen sich dann eben auch auf der Demo. Das finde ich auch super. Ja, klar, hier in Freiburg, da waren auch sehr viele, die Plakate gemacht haben und die Motivation haben, Plakate zu machen, sind vermutlich noch weiter links. Dennoch hat das nicht die, die Mitte sind, abgeschreckt. Ja, sonst wären wir nicht so viele geworden. Und das zeigt auch schon viel. Witzigerweise, kleine Anekdote aus Freiburg, weil du gerade meintest, irgendeiner hat sich da nicht auf der Demo sehen wollen, weil er das irgendwie der Ampel zugeschrieben hat. Bei uns hat sich sogar ein AfDler auf die Demo verwirrt. Ja, der ist dazu gekommen. Wurde dann natürlich erkannt und der Demo verwiesen. Aber man musste dir mal trauen, ne? Das musste dir mal trauen, als AfD-Kandidat auf eine Demo zu gehen gegen rechts, gegen die AfD. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging, aber ich hätte ihn gern gefragt, Tatsache. Jonas hat gerade Daumen hoch gemacht. Du hast gelacht. Also findet ihr das gut, dass man einen AfD-Menschen von der Demo ausschließt? Wie gesagt, ich hätte ihn gern gefragt, warum er da ist. Weil er muss ja nicht mit mit der Handlung seiner Partei d'accord sein. Da gibt es ja auch, ich sag mal, Abstufungen. Warum man dann in der Partei bleibt oder sich weiter dafür, weiß ich nicht, kann ich nachvollziehen. Aber ich hätte ihn auch lieber auf die Bühne geholt und um ein Statement gebeten. Das hätte, glaube ich, auch eine bessere Wirkung gehabt, als ihn auszuschließen. Ja, also Ich da habe ich finde, bei dir ich find, geholfen. das ist nämlich so ein Ding, was sich halt seit der Gründung der AfD ja durch die Gesellschaft durchzieht. Ich finde, dass es ein falscher Umgang gegeben hat und noch immer zum Teil gibt. Und langsam wachen die Leute so ein bisschen auf, wie man mit dieser Partei umgehen muss. Ein gutes Beispiel dafür ist die Maischberger-Sendung von vor ein paar Tagen. Die hatte einen AfD-Menschen eingeladen, um da zu sprechen. Und hatte aber gleichzeitig einen Experten für Rassismus und für Faschismus da, der dem gegenüber saß und der genau wusste, wovon er spricht und immer eingehakt hat und immer ihn widerlegen konnte mit allem, was er gesagt hat. Und ich finde, das ist ein Umgang gewesen, wo ich sage, so ja, da entlarvt der Typ sich jetzt öffentlich, weil er halt er redet. Kommt nicht zum Ausreden und kommt nicht zum Propagandasprühen, weil er sofort unterbrochen wird und sofort an der Schlawittchen gepackt wird und gesagt wird, stopp, das ist Humbug, was du da machst, weil hier und hier und hier und hier, die und die Fakten. Und das ist, fand ich, einen gesunden Umgang damit. Das geht leider nicht immer, ne? Bei Jonathan. Ich habe genau darüber einen längeren Artikel gelesen, der sagte, das ist schön, das ist auch, wenn man den einlädt, der einzige Umgang. Das Problem ist, dass auf AfD-Seiten derselbe Auftritt gefeiert wurde mit Chrupalla zerlegt Maischberger, Chrupalla Aber das passiert triumphiert. immer. Ja, und das ist das Ding. Die Frage ist, also, wen kriegt man dadurch zurück, dass man den zerlegt? Es gibt ein paar Le also, aber also es gibt, glaube ich, Leute, die für den demokratischen Diskurs in diesem Land verloren sind. Ja, Das das kann muss ich man verstehen. sich auch mal eingestehen. Also, es gibt Leute, die werden also immer mindestens AfD wählen, wenn nicht Schlimmeres, die Heimat oder keine Ahnung was. Und also es gab es in meinem dem Dorf, wo ich meine erste Stelle hatte, auch. Da gab es auch einen, der hat zu Zeiten der AfD, wo mir schon klar war, die sind ein ganz schön brauner Kackverein.
hat der immer noch NPD gewählt, weil ihm die AfD nicht explizit genug war. So. Also es gibt Leute, die sind komplett verloren. Die Frage ist jetzt, oder also mein Wunsch wäre eigentlich gewesen, man hätte von Anfang an gesagt, Leute, die so sprechen in der Öffentlichkeit, die Menschenwürde und Personenwürde und die offene Gesellschaft seit Jahren so mit Füßen treten, die laden wir nicht ein. Wir schließen sie aus dieser Art des, ich sag mal, inoffiziellen politischen Diskurses einfach aus. Und das Weißt du, was ist dann ja. passiert? Das ist ja passiert. Nee. Am Anfang Die ist haben das doch in passiert. Am jeder Anfang, an. In erinnerst du dich noch an den Anfang? Da saßen die ebenfalls in den Talkshows drin, haben ihren Scheiß von sich gegeben und dann hieß es sofort, nee, mit denen reden wir nicht mehr, nein, die sind draußen. Das passiert ja heute noch. Ne? Nein, 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 reden nicht mit euch, wir reden nicht mit euch, wir reden nicht mit euch. Und genau ja. dann wird gesagt, und weißt du, was du machst es falsch. Weil dann kommen nämlich die ganzen Ja. Leute und sagen, die wollen ja nicht mit uns reden, die hohe, abgehobene Elite und wir wissen als Einzige, ne, und blau und blub. Und jetzt seht ihr mal, wie die sich gegen uns verschwören und so weiter und so fort. Also du kannst einfach, also ich gebe dir recht, das wird instrumentalisiert, aber egal was du machst, es wird alles instrumentalisiert. Ja, natürlich. Aber man hätte sie auch, also es ist immer, wäre immer noch besser gewesen, dass sie gar nicht in der Scheißrunde sitzen. Also jemanden wie Jörg, nicht Haider, wie hieß der? Jörg Rieger, diesen NPD-Nazi aus Niedersachsen, der hat, obwohl die NPD hier zur Wahl angetreten ist, in keiner einzigen Runde von irgendwas vom NDR gesessen. Zu Recht. Weil klar war, das ist ein Nazi. Und da war, stand überhaupt nicht zur Debatte, ob man den auf irgendein scheiß Podium setzt. Also ich Dann glaube, ist seine da, Partei auch nicht sonderlich relevant, ne? ja, gut. Aber das hätte ja mit der AfD auch so sein können. Also Das ich ist ja glaube, das das ist ja Kind der ist. Krux. Sie war ja am Anfang gar nicht so schlimm. Wenn ich da mal kurz reingrätschen dürfte. Ich kann das nämlich beides nachvollziehen. Und die Perspektive, die uns jetzt fehlt, auf die möchte ich mal kurz hinweisen. Wir sind jetzt Ja, drei weiße gerne. Dudes, die hier rumsitzen, ne? Und wir haben, bevor vor der Aufnahme noch mal kurz darüber erzählt, was halt noch so alles passieren kann, oder war es schon während der Aufnahme, ich weiß es gar nicht. Ne, mit Antisemitismus und die White Privilege Diskussion und so. Wenn ich höre oder lese, wie und das ist, leider lese ich davon nur viel, ich höre da wenig, weil Freiburg auch eine sehr weiße Bubble ist. Aber ich habe noch Freunde in Frankfurt und so. Und wenn da sich drüber Gedanken gemacht wird, und nicht erst seit dem Korrektivbeitrag, aber seitdem nochmal deutlich mehr, wie man denn in diesem Land leben möchte oder wie man sich hier sicher fühlen kann in Zeiten von AfD. Oder wie man eben schon mal die Notkoffer packt, für wenn es schlimm wird, ja, oder wie selbst Sachsen jetzt von sich aus schon sagt, hey, die AfD versaut uns unseren Arbeitsmarkt, es zieht hier niemand mehr her, schon gar nicht internationale Fachkräfte, ja. Das zeigt einfach, wenn, also klar, also ich persönlich, privat, hätte noch den Dialog suchen wollen mit diesem AfD-Fuzzi, der da bei der Demo war. Ich hätte ihm vielleicht auch noch die Chance gegeben, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, warum er auf einer Anti-AfD-Demo ist als AfD-Mitglied. Ist das schon zu viel? Für viele ja. Ne, weil eben das Bühne geben dieser Partei oder diesen Menschen, die da drin sind, ist schon zu viel. Und der hätte das nur noch für sich genutzt und selbst wenn man ihn runtergebuht hätte, das wäre dann instrumentalisiert worden. Ganz klar. Alles wird, ja, alles wird. Ja, also wie man es macht, man macht es falsch. Ich glaube, das Schwierige ist, das hat man jetzt auch schon, ne, bei anderen kleinen Parteien, die auch irgendwie das ins gleiche Rohr blasen, wie die AfD, die werden gut ignoriert, können gut ignoriert werden, weil die eben nicht 30%
erreichen. Ja, die sind meilenweit davon entfernt. Jetzt hat die AfD eben diesen Anteil in vielen Bundesländern, in manchen nicht, weil da noch die CSU sitzt oder so. Und jetzt, wie geht man damit um? Wenn ich die Themen bediene, laufen die Leute zur AfD. Das haben wir jetzt erlebt. Ja, wenn ich die AfD irgendwie als gleichwertig oder etabliert betrachte im Diskurs, das Tor will sie gar nicht öffnen. Also wie kann ich eine Grenze ziehen und dennoch die Bevölkerung, die diese Menschen wählt, erreichen? Ich glaube, Da scheitern, glaube ich, alle dran. ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen nicht verstehen, wie unsere Demokratie funktioniert. Also ich glaube wirklich, dass das eins der Kernprobleme ist. Und es ist auch schwer zu verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Also selbst wenn ich mit aufgeklärten Menschen in meiner Umgebung mich unterhalte, ist ja von der anderen politischen Seite genau dasselbe. Ne, die Leute sagen irgendwie, hey, ich habe das und das gewählt und jetzt machen die aber das und das, dafür habe ich die aber nicht gewählt und so weiter. Ja, so funktioniert es einfach nicht. So, und ich glaube, ein ganz großer Teil dieser hochprozentigen Wählerschaft, gerade im Osten des Landes, ich meine, wir kommen jetzt alle hier aus dem westlichen Land, wir können vielleicht gar nicht so gut mitreden, aber wenn man sich, Also ne, ich bin ja Sachsen-Anhaltiner gebürtiger, ne? Und ja, dort aber du aufgewachsen bist jetzt ja 20. auch nicht mehr da, ne? Ja, das ist korrekt. Ja. Shame on me. Ja. Hat er seine Gründe, so, ne? War jetzt nicht Eben. politisch. Nee, muss es ja auch nicht, aber, ne, Ja. also, es passiert einfach im Osten der Republik ist was passiert und da haben wir uns als westliche Teil des Landes massiv schuldig gemacht und ich glaube, das muss aufgearbeitet werden. Es muss auch krass aufgearbeitet werden, auch in den Schulen und überall. Dass nach der Wende da ganz viel ganz schlimm falsch gelaufen ist. Und dass wir da eigentlich ganz viel auch wieder gut zu machen haben. Und ich finde auch, da macht die jetzige Regierung, fängt leicht damit an, da auch mal was zu tun. Aber es kommt noch nicht so richtig an, weil in den Köpfen ist halt noch was anderes drin, nämlich in den Köpfen ist drin, wir hatten ganz lange die CDU, die hat Scheiße gemacht, aber unter denen geht es uns scheiße. So. Und jetzt haben wir einen Umschwung gewählt in Deutschland. Und jetzt kommen die drei anderen Parteien, die groß sind, an die Macht und die machen es für uns noch schlimmer, weil Krisen und so ignoriert, ist es einfach jetzt noch schlimmer. Und was bleibt noch über? Und das ist null Inhalt. Also den Leuten geht es da null um Inhalt. Es geht einfach nur darum, da war es schlecht, da waren die, da geht's schlecht, da sind die. Also was bleibt über? Die AfD leider. Und das ist Jonathan. Nicht das nicht. Alex, willst du noch? So. Ich würde gerne, Ja, dann mach aber mal. ich, Dann los ja, geht's. danke dir. Bist Ich on finde es ja fire. schön, dass ich finde es ja schön, dass wir so eine Diskussionskultur hier haben, wo wir uns auch zu Wort kommen lassen und man nicht irgendwie reingrätschen muss. Danke dir, Jonathan. Ich glaube, dass, um es mal zusammenzufassen oder ein anderes Beispiel noch heranzuziehen, wo ich genau das auch irgendwie gesehen habe, Koali, sind die Bauerndemos. Die Landwirte kann man ja jetzt einfach mal so als super Stellvertreter nehmen für das, was irgendwie gesamtgesellschaftlich im Großen und Ganzen, ne, die sind definitiv nicht die linke Bubble. Ja, das ist klar. Aber da haben sich halt sehr schnell sehr viele AfD-nahe Menschen drin wohlgefühlt in dieser Masse. Die haben da Galgen aufgestellt, die haben völkische Redewendungen auf Banner tapeziert und sind damit gefahren und wurden nicht ausgegrenzt, wurden nicht der Demo verwiesen. Irgendwann kam dann so eine müde Stellungnahme vom Bauernverband, wo es hieß, ja, Landwirtschaft ist bunt und wir wollen die hier nicht und bla bla, sind trotzdem weiterhin mitgefahren. Und genau das ist halt schwierig, weil, wie formuliere ich das jetzt? Den Anteil der Meinung gibt es in der Bevölkerung. Auf Klimademos findest du die nicht. Ja, obwohl Klima ja auch ein Thema ist, das in der konservativen Bubble zu Hause sein darf und auch ist in vielen Fällen.
Aber du findest das halt nicht, weiß nicht warum, ja. Vielleicht, weil man sich trotzdem auf Demokratie beruft, vielleicht, weil man nicht Menschen ausgrenzen möchte. Gibt es ein paar Gründe, die mir jetzt so einfallen. Und auf Bauerndemos haben die sich wohlgefühlt. Die sind da mitgelaufen. Und das ist irgendwie so ein Symptom, das finde ich erschreckend, dass das passieren durfte und wie schwach damit umgegangen worden ist. Worauf Ja, wollte ich eigentlich hinaus, ne? Keine aber Ahnung. was, ich, eine kurze Nachfrage irgendwie. Ja. Was, also man hätte diese Leute ausschließen sollen, finde ich also schwierig. Man hätte als Organisationsleitung dafür sorgen müssen, dass diese Plakate nicht auftauchen. Und also das ist das, was ich der Organisation, also der Demonstrationsleitung, wer auch immer das war, kenne ich nicht, anzukreiden ist. Wenn man sich ein bisschen mit diesen Bauernprotesten befasst hat in den letzten Wochen, dann weiß man auch, dass viele von den Bauern, die da mitgefahren sind, einfach mitfahren, und gar nicht mit der Organisation, also mit diesem Bauernverband, der auch ständig in den Medien ist, dass die überhaupt nichts mit denen zu tun haben wollen. Aber dass das die einzige Organisation ist, die so viele Leute mobilisieren kann und die dafür sorgt, dass da eine Protestwirkung entsteht. Und die haben quasi so eine Art Mini-Monopol auf Demonstrationsveranstaltungen in ihrer eigenen kleinen Bubble. Und das ist ein Problem, dass sich dann niemand anderes findet, der eine vernünftige Demo zustande kriegt, sondern die da so einen Verband drin sitzen haben, der auch völlig dumme Forderungen für die Bauern macht, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Die Forderungen, die dieser Bauernverband da aufgestellt hat, da stehen die meisten Bauern gar nicht hinter. Das nützt denen nämlich überhaupt nichts. Das, was sie da fordern, das nutzt den ganzen Großverdienern, den ganzen Großbauern, denen nutzt das was. Aber es sind nur ein paar. Den meisten nutzt das überhaupt nichts. Und das ist den Leuten schon bewusst. Ne? Nur, sorry, nur ganz kurz mein Gedanken zu Ende bringen, den ich eben verloren hatte. Ach Gott, ich habe es schon wieder verloren. Ist nicht so schlimm, ich kriege ihn wieder hin. Mein Gehirn ist all over the place. Ich glaube, mein Gedanke war in Richtung Demokratieverständnis. Ich glaube nämlich, dass es im Osten aus nachvollziehbaren Gründen schwach, beziehungsweise auch das Vertrauen in die Demokratie. Denn, ich meine, die DDR hat jetzt nicht gerade ein demokratisches Weltbild gelebt und der Umgang der Eingliederung nicht gerade Vertrauen gestärkt. Das ist klar. So. Und wenn wir dann heute in Zeiten von multiplen Krisen, die man nicht mal eben so im Dialog lösen kann, ja, also mit Putin reden, ist Hopfen und Malz verloren. Ja, genauso kannst du auch nicht mit einem Wirbelsturm reden oder mit einem Waldbrand. Das ist halt schwer zu fassen. Und gleichzeitig haben wir eine Informationsflut durch Instagram, Social Medias, wo wir auch den Umgang erstmal noch mit lernen, beziehungsweise teilweise, meine Meinung, nicht lernen können, weil unser Gehirn dafür nicht ausgelegt ist, so viel Reize zu bekommen. Und wenn du dann halt völlig stumpf bist vom Doomscrolling und irgendwie so apathisch dann daheim liegst und dich ohnmächtig fühlst, ob dieser ganzen Krisen und Handlungsräume, die du aber auch gar nicht wahrnehmen kannst, weil vieles von dem Wissen in der breiten Masse nicht da ist. Wie organisiere ich eine Demo? Wie kann ich mich politisch einbringen? Habe ich immer nur zur Wahl eine Stimme oder darf ich die auch anderweitig äußern und mich in Gremien einbringen? Was auch immer. Schaffe ich das neben meinem Familienleben? Wir haben es von euch schon gehört. Ist schwierig manchmal, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist so dieses Sammelsurium aus gesellschaftlicher Entwicklung. Das ist ja keine Böswilligkeit in den meisten Fällen. Es ist ein ungünstiger Rahmen, der gesetzt worden ist, der zu einer Entwicklung beigetragen hat, der ein Nichtwissen
für demokratische Prozesse, für Institutionsvertrauen, für wie kann ich mich einbringen, wie darf ich mich einbringen, kann ich mich einbringen? Ja, also viele, gerade Jugendliche, mit denen habe ich ein bisschen mehr zu tun als mit, ich sag mal, ohnmächtig fühlenden Erwachsenen. Der Handlungsspielraum wird vielleicht gesehen, aber man sieht nicht, dass man was machen kann. Und dann resignierst du, dass das, was ich tue, Genau, überhaupt eine Auswirkung das, haben könnte. ja. Und das in meiner Bubble sind viele, die sich dann engagieren. Aber die Mühlen der Zeit sind dann, also es malt alles so langsam. Und der Rest des Lebens ist so schnell geworden, dass da viele, glaube ich, sich dann die Zähne dran ausbeißen, resignieren oder extremer werden. Ich glaube, Ja, daran, oder darauf wollte direkt ich hinaus. abschalten, weil sie die Komplexität der Dinge nicht mehr begreifen. Auch, genau. Ne? Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja. Sorry, Jonathan, jetzt gönn dir. Ja. Hau So, also, rein. ja, es sind tatsächlich mehrere Dinge. Also, ich habe letztens im Podcast Hotel Matze, war das, mich gehört, ein Interview mit der Geschäftsführerin von Mehr Demokratie Wagen, die sich irgendwie bundesweit für Demokratiebildung und für Volksentscheide einsetzt. Ich habe also tatsächlich oft in dem Interview gedacht, so, sehe ich anders. Also, aber einen Punkt fand ich irre, als sie erstens das, was du jetzt, Alex, schon gesagt hast, mit der tatsächlich relativ gering ausgeprägten Demokratiebildung, gerade auch im Osten und dem nicht vorhandenen Vertrauen aus von dir genannten Gründen. Und sie sagte, es gibt, ihr sind da Menschen begegnet, die sagte, ja, die sagten, ja, ich habe ja AfD gewählt, die regieren ja jetzt, weil ich habe die ja gewählt. In Klammern, so hat Demokratie in der DDR ja einfach auch funktioniert. Man hat die Leute gewählt, die haben dann regiert. Und also, dass die dann Oppositionspartei sind und 4 Jahre gar nichts durchsetzen können und höchstens Reden schwingen können, wussten die Leute nicht. Also, wie Regierung und Opposition in der Legislative zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten und wie da die Machtverhältnisse sind, war denen unbekannt. Da habe ich geschluckt. So. Ich bin aber auch seit Kindertagen ein höchst politisierter Mensch. Und das andere war, habe ich letztens gelesen, in der Schule haben wir Brave New World gelesen und in der Klausur mussten wir es mit einem Ausschnitt aus 1984 vergleichen. Und die beiden haben eine ähnliche Vision, was die Zukunft angeht. Der eine sagt, die Leute werden uns verbieten, Bücher zu lesen. Und der andere sagt, die Leute werden so viel Bullshit auf uns einprasseln lassen, dass wir aufhören, Bücher zu lesen. Das sind die beiden Pole. Und heute passiert beides. Es ist gruselig. Und im Zweifelsfall werden dann die Bücher verboten, die versuchen, das andere zu verhindern. Also, wenn man jetzt mal nach Amerika guckt. Mit dem Bücherverbot sind wir hier noch nicht so weit, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber flood the zone with shit. Also flute das, was du beackern willst, mit Scheiße. Ist ja Trumps Wahlkampfstrategie und Überlebensstrategie und überhaupt, und es funktioniert. Und die AfD macht es hier. Das war jetzt mit diesen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Reel mitgekriegt habt, wo plötzlich sich darüber beschwert wurde, dass Deutschland für 300 Millionen Radwege in Peru baut. Und so. Also völlig absurde, letztlich erlogene Zahlen, die Entwicklungshilfe unter Generalverdacht und Geldverschwendungs- und über Mentalität unterstellen. Interessanterweise gibt es natürlich Gelder, die Peru erhalten hat für den Aufbau nachhaltiger und umweltfreundlicherer Fortbewegungsdinge oder Transportdinge. Und so ein Shitpost hat geteilt, irgendein CSU-Mensch,
Und der Minister, der das ausgehandelt hat, dieses Abkommen mit Peru, war der letzte CSU-Entwicklungshilfeminister Müller. Also, ich würde sonst immer sagen, kannst du dir nicht ausdenken, würde ich als Hashtag dazu setzen. Und es passiert eben doch. Und es macht eben nicht nur die AfD mit, sondern die anderen auch. Und das macht mir Sorgen, diese Entgrenzung. Und ja, Flood the Zone with Shit passiert schon. Und die CDU, call it out, call them out, redet immer davon, dass ja Gendern und alles, was nicht gegendert wird, soll verboten werden. Wer will als erstes gegenderte Sprache verbieten? Die CDU. Fun Fact, sie wissen auch da nicht, wovon sie reden. Denn das, was man im Allgemeinen Gender nennt, ist ja Entgendern von Sprache, wenn man die eindeutige Zuweisung von Geschlecht und Wort aufhebt. Und so, aber das ist jetzt echt Nerd Talk an dem Punkt. Man muss vielleicht auch nicht, aber also, die machen genau das, was die anderen Leuten vorwerfen. Und es fällt niemandem auf. What the fuck? Ich Ich werde glaube, wahnsinnig darüber. Jonathan, ich kann das sehr gut nachempfinden. Aber ich denke mal, also diese Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun, und machen die jetzt schon eine ganze Weile. Ja? Die stört anscheinend niemanden. Da gibt es ja auch diverse Beiträge von der Anstalt, oder ich glaube, der Böhmermann dann selber hat da auch schon mal was zu gemacht. Wir in der linken Bubble sehen das. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, manchmal fällt mir das auch in der linken Bubble auf. Also, Wollte das ist gerade typisch mir. eingreifen und wollte sagen, dass, also, wenn, am Anfang, also ich weiß nicht, ob es schon in der Aufnahme war, aber jeder hat seine Leichen im Keller. Ja, Die Grünen, die genau. auf einmal Kriegsrhetorik mitmachen, was sie sonst nie machen würden und auch immer noch in der Partei selber dagegen sprechen. Die Sozialdemokraten, die auf einmal abschieben, und so, ne? Also. Total. Oder auch einfach das Heranziehen von Argumenten, wenn sie meinen Standpunkt unterstützen. Ob denn diese Argumente zielführend sind oder überhaupt korrekt, sieht man dann vielleicht erst danach. Aber das passiert auch ganz häufig. Oder ich sehe es häufiger, als mir lieb ist, sagen wir es mal so. Auf allen Seiten. Aber es ist typisch Mensch. Und darauf wollte ich hinaus. Ne, dieses Flood the Zone with Shit, wie es Jonathan so schön gesagt hat. Wir haben eben diese Zeit der multiplen Krisen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, wie gehe ich denn damit um, ob das jetzt eben der Rechtsextremismus ist oder anderes. Ich schalte auch einfach mal ab. Das geht heutzutage super einfach, ne? Und man kann das auch sehr lange machen, dieses Abschalten. Weil eben so viel Shit da draußen ist. Und das ist nicht nur alles Shit, das sind ja auch tolle Sachen. Ja, also ich habe auch viel schon gelernt und auch gelacht durch das, was Instagram mir zugespielt hat. Erstaunlich häufig will der Algorithmus mich dann in die Insel-Ecke drücken, das finde ich nicht so schön. Und dann muss ich weiß nicht, was da los ist. Kaum folgst du mal ein paar Nerd-Themen und ein bisschen Fitness-Content, bist du direkt Insel. Und dann muss ich den Algorithmus neu trainieren. Das ist echt heftig. Auf jeden Fall gibt es dann tolle Sachen, wenn man in der Insel-Ecke nicht drin bleibt. Aber man kann da ganz schnell reinrutschen. Und kriegt dann eben diesen ganzen, also eine Hass und Hetze ist ja das, was sich im Internet schnell verbreitet, weil Algorithmen darauf total anspringen, weil dann reagiert wird. Aber es passieren auch tolle Sachen. Und worauf ich hinaus will, ist, das sind ja alles auch wieder Menschen dahinter. Gut, in letzter Zeit sehr viel KI und deren Artwork und Videos und was nicht alles. Hatten wir auch schon mal eine Folge drüber. Aber man will ja auch das Leben, was einem so bewegt, teilen. Das machen jetzt halt, weiß nicht, 5 Milliarden Menschen sind ja irgendwie im Internet. Und die haben alle ihre 24 Stunden, die sie füllen. Und ein Teil davon postet halt was aus diesen 24 Stunden. Da kommt ganz schön viel Content zusammen. Das ist Ja. per se auch nicht schlecht. Nur, dass das eben sehr viel abstumpfen lässt oder sehr viel Handlungsräume einnimmt, einfach vom zeitlichen her oder von der Energie, die man hat,
die dann nicht mehr am Mitwirken, mit aktiv sein in der Gesellschaft verhindert. Das ist, glaube ich, auch eins dieser Probleme, die da entstehen. Und dann kommt natürlich sowas wie Trump, die das dann aktiv nutzen, um wirklich Demokratie zu verhindern. Also da würde ich nur noch mal einen Unterschied machen zwischen Mensch sein und das teilen wollen oder auch wahrnehmen wollen, wie andere Menschen sind, und böswillig Scheiße ins Netz blasen. Und es ist halt auch schwer zu unterscheiden, wer macht das böswillig und wer ist reingefallen und plappert nach. Ne? Das und es ist auch sehr leicht reinzufallen in diesen Sog. Es muss nicht immer Doomscrolling sein, aber ich kann sehr lange total tolle Kochvideos mir anschauen und mich inspirieren lassen oder auch einfach nur Hunger bekommen. Es ist total schön, ne? Und dann Ja. koche ich manches davon nach und bin total baff, wie toll das ist. Aber hätte ich mir dafür eine Stunde lang Reels anschauen müssen? Nö, so ein Kochbuch hätte es auch getan. Ja? Das ist halt, ich bin auch nur Mensch. Und es ist total schwierig, dieses nur Menschsein zuzulassen, auch auf, ich sag mal, gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und gleichzeitig, also irgendwie wollen wir es ja begrenzen. Weil wir als Menschen irgendwie ein dummes Gehirn haben, das nicht auf Social Media eingeeicht ist. Oder weil da auch ganz viel Hassrede dann mitschwingt. Aber wie kann man das begrenzen, ohne die gesellschaftliche Teilhabe, die das ja auch ein Stück weit ist, zu unterbinden? Das ist so eine Gratwanderung. Und ich bin mir sicher, dass das auch auf höchster politischer Ebene diskutiert wird. Ja, das, Und ja. ich glaube, das ist ein guter Punkt mit der gesellschaftlichen Teilhabe, weil ich glaube auch, das ist ein Teilaspekt, warum, also wir haben ja eben schon gesagt, ich meine, ich bin immer noch auf dem hohen Ross, so mit Zeitmanagement und so, ne? Es gibt Leute, die einfach gezwungen sind, zwei Jobs zu haben inzwischen. Die normale Vater, Mutter, Kind, Familie, wenn es sie überhaupt noch in dieser Form gibt, als, anstatt einem Versorger inzwischen immer zwei. Also, das ist die Regel. So, das sind auch so Strukturen, wobei die gesellschaftliche Struktur noch darauf eingestellt ist, dass es einen Versorger gibt. Und so die Freiräume und die Zeiten, das fängt ja schon bei Kindern und Jugendlichen, fängt ja schon an, wenn die dann ihre ersten Termine alle reinkriegen, dann Sportverein da und ich meine, Sportverein ist noch okay und ne, und Gitarrenstunden hier oder keine Ahnung was oder so, wenn man sich das überhaupt leisten kann. Also das Leben ist so durchgeplant mit Pflicht, dass so die auch die ehrenamtliche Sache, die man, wo kann ich mich für die Gesellschaft oder für meine Mitmenschen engagieren? Das fehlt einfach, weil es zu gemüllt wird mit Pflicht. Und auch viel Leistung. Ne? Selbst. Ja. Ja, ne? Ich muss ja irgendwie besser werden und was erwirtschaften ein Und Stück weit. aufgesetzt auf einen Trend, der in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre sehr, sehr stark war, nämlich dass ich muss mich durchsetzen. Ist ja jetzt immer noch so, aber das hat da ja seinen Anfang gehabt, diese starke Betonung auf das, du musst dich selbst verwirklichen und du. Und das habe ich diese Woche, habe ich das mitgekriegt in einer jugendlichen Gruppe, wo ich versucht habe, so ein bisschen so das Gefühl aus den Kindern und Jugendlichen rauszukitzeln, dass es positiver ist, wenn du selber was für die Gruppe machst, anstatt dass die Gruppe was für dich macht. Weil wenn, ne, wenn du was für die Gruppe machst und das machen alle, dann ist allen geholfen. Und wenn die Gruppe aber nur was für einen macht, ist nur einem geholfen. Ne? Aber das haben die nicht verstanden, weil der erste Instinkt, und das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, und das ist auch nichts Schlimmes oder so, weil das ist so in den Leuten drin verwurzelt inzwischen. Du, ich muss erstmal einen Vorteil haben und erst dann alle anderen. Und dann, das wird auch nicht weitergedacht. So, der zweite Schritt, dass mir das andere vielleicht in long term mehr nutzt, das wird gar nicht mehr gemacht. Das muss sofort ein Vorteil für mich da sein, sonst mache ich nichts. Und das ist tendenziell auch
Das hat auch mit Demokratie was zu tun, ne? Weil wenn ich davon nichts habe, was die Politiker da machen, dann ist das schlecht. Auch, ne? Also wenn ich das nicht sofort sehen kann, wenn ich nicht sofort meinen Geldbeutel aufmache und da ist mehr Geld drin, dann ist das schlecht, was die da machen. Weil das Geld geht ja an die Fahrradwege, ne? Oder an, keine Ahnung, die Migranten oder keine Ahnung. Woher dieses Ding kommt, dass Migration das größte Problem in Deutschland ist, verstehe ich auch nicht. Das ist ein kommunales Verteilungsproblem. Das Problem ist nicht Migration, das Problem ist Organisation und Verteilungsmanagement. Ja, also ich kann das auch, also bin ich ganz d'accord, dass dieser ich, also ich wusste nicht, dass der schon so stark bei den Kids wahrgenommen wird. Ganz stark, ganz stark. Also zumindest da, wo ich mit denen zu tun habe. Was auch, ne, um mal kurz den anderen Themenbereich, den wir immer abdecken, Rollenspiel, auch kann man jetzt wunderbar in den Fokus rücken, ne? Weil da geht es ja nicht darum, dass eine Person alles bekommt. Ne, da ist man ja immer zusammen am Spiel. Also wir sind ja quasi inhärent von Hobby und von unserer gesellschaftlichen Ausrichtung her aufs Miteinander aus. Ja. Spannend. Mir fällt ja jetzt wieder, das hatte ich glaube ich in einer der ersten Folgen auch schon mal erwähnt, diese Theorie der Spiral Dynamics ein, dass dieser Ich-Fokus immer wiederkehrend ist und in der richtigen Situation auch völlig angebracht. Ja. In einer Also im Flugzeug, im Notfall, machst du erstmal Sauerstoff bei dir dran, bevor irgendwas anderes passiert. Das ist in der entsprechenden Situation auch angebracht. Und wir haben auch alle schon Entwicklungen durchgemacht, wo es erstmal ein, zwei Jährchen oder auch länger um uns ging. Ja, ob das irgendwie die Ausbildung war, oder keine Ahnung, manche werden dann irgendwie Coach oder lassen sich coachen und wollen noch irgendwie irgendein Ziel erreichen. Sehr viele weiße Männer machen das in ihren 40ern und werden sehr sportlich und laufen dann sehr lange Strecken. Und Dann ist irgendwann tracken das das und Ende. vergleichen sich. Ja, genau. Die haben wir hier in Freiburg sehr viele, auch auf dem Fahrrad. Passiert. Problem ist natürlich, da stimme ich dir ganz zu, wenn das gesamtgesellschaftlich so hart in den Fokus rückt, dass auf einmal niemand anders mehr Relevanz hat. Das ist ja quasi ein Stück weit in Amerika, da ist ja auch ganz viel Individualismus sehr stark ausgeprägt und führt dann zu solchen Trump-Allüren oder auch die anderen Republikaner, die da immer prominent auftauchen. Das muss man das aushalten als Demokratie? Ist jetzt nur eine Frage, ne? Man muss Rahmenbedingungen schaffen in der demokratischen Struktur, dass das nicht vor, also dass das nicht attraktiv ist. Aber Jonathan wollte was sagen. Ja, zu diesem, also mit dem Alleinversorger, ne, der Familie, das ist ja ein Nachkriegsphänomen. Ja. Das gab es ja vor den 50er Jahren, vor Mitte der 50er Jahre, noch nie auf dem Gebiet der Bundesrepublik, wie auch immer das vorher hieß. Also, vorher haben immer alle zwischendurch irgendwie mitgearbeitet, von ganz jung Ja, bis die ganz Kinder auch, alt. ne? Ja. Ja. Und ich habe mal gelesen letztens, das fand ich auch einen guten Schlüssel. Also deswegen, ich lese immer unglaublich viel und denke mir dann, ja, da könnte was dran sein. Hat jemand gesagt, in den 50er Jahren hieß es, wir bauen das Land wieder auf. Und man hat irgendwie in der Woche geschuftet und am Wochenende mit Freunden zusammen die Häuser für die Familien gebaut. Und dann haben irgendwie die Kinder haben das Haus geerbt und es war klar, für das, was ich arbeite, bin ich mir sicher, und der Effekt war so, also ich bin mir sicher, den Kindern geht es besser. In den 90ern begann das zu kippen, weil die Leute gemerkt haben, egal wie viel ich arbeite, ich sozusagen vergrößere mein Vermögen nicht mehr. Und jetzt kommt der Umschwung, dass die Leute sagen, ja, wenn ich eh nur dadurch, dass ich erben kann, mir eigentlich ein Haus leisten kann und wohne ich zur Miete, mache hier den Minimalisten, habe wenig Kram und habe wenigstens schöne Zeit mit der Family. Und dann kommen die Alten und sagen, ja, wir damals, wir haben wenigstens noch voll gearbeitet, heute will ja gar keiner mehr arbeiten und so. Ne?
Und gleichzeitig früh in Rente gehen, ne? Ja, das ist das. Auf der anderen Seite, ey, ich habe ja in meiner ersten Gemeinde, da gab es Leute, die haben irgendwie einen ganzen Tag in der Fabrik gearbeitet. Die waren mit 60 auch zum Arbeiten nicht mehr in der Lage. Also, ich kann auch verstehen, wenn jemand nach 40 Jahren Fabrik oder Bau sagt, ich gehe jetzt in Rente, ich bin durch, wenn der nicht mehr gehen kann ohne Krücken und so. Ne? Also, ich habe da großes Verständnis für. Trotzdem ist es ein Problem, weil eine Perspektive fehlt. Und jetzt fehlt uns sogar global die Perspektive. Was nützt mir mein Haus an der Nordseeküste auf Sylt, wenn das in 40 Jahren abgesoffen ist, weil es Sylt nicht mehr gibt? So. Ja, oder ne, das ist Es ist genau das, was ich egal. auch viel sehe. Ja, Ja, also und ich, das. sorry. Ich Mach du. finde das einfach sozusagen, also zusätzlich zu dieser Komplexitätszunahme, die es eben nicht mehr erlaubt, ihr habt es schon gesagt, Dinge einfach zu bearbeiten und einfach zu lösen, ist das eben auch, jemand sagte, es fehlt sozusagen eine motivierende Erzählung, eine gesellschaftliche. Die haben wir nicht mehr. Wir haben zu lange auf Kosten aller anderen gelebt. Und jetzt müssen wir die Scheiße ausbaden oder die Kacke mal aufessen. Ja, Also, das ja. Doofe ist, Jonathan, also nehmen wir mal die Klimakrise, da eine motivierende Erzählung zu finden, ist schon echt schwierig. Da scheitern sehr, sehr viele dran. Ne, weil Ende vom Lied ist ja, wir können nur verhindern, dass es nicht noch schlimmer wird. War es jetzt nicht gerade so die geilste Motivation, ne? Kacke wird es trotzdem, egal was ich mache, ne? Aber es. Also auch bei dem Rechtsextremismus, um mal irgendwie wieder zu dem Thema auch zurückzufinden, es gibt ja noch andere Themen, die du da jetzt ein bisschen angeschnitten hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Thema auch von vielen eher mit Ohnmacht begegnet wird, weil wir schauen nach Italien, da nimmt es zu. Ja? Wir schauen nach Polen, da nimmt es zu, bis da auch die Masse der Nach Menschen auf die Schweden, Straße geht. nach Schweden, genau. Frankreich, Na, wir nach den müssen nicht Niederlanden. nach Amerika schauen. Wir haben das. Ach, Niederlande, ey, Digga. es ist so hart. Und dann denkst du dir so, okay, irgendwie, ja, das wird dann auch noch von der Klimakrise befeuert, ja. Irgendwie sind dann wieder Nationalgrenzen relevant bei der Diskussion auch. Ne? Was soll denn Deutschland ausrichten? Bla bla bla, man hört das Argument immer wieder. Soll China mal zuerst machen? Und dann machen die, aber dann ist das auch wieder nicht okay. Also zumindest der Ausbau Erneuerbaren, die machen immer Ja, noch sehr ja, viel ja, ja, Kohle, ja, ganz ja. klar. Und es ist so schwer, auf all diesen Ebenen ein Narrativ zu finden, das Hoffnung vorbereitet. Und genau das war das ja früher, ne? Ich baue ein Haus und dann geht es meinen Kindern besser. Das war das Narrativ. Punkt. Ja. Und das geht heute nicht mehr. Ja, und das sehen so viele und dann versuchen die natürlich irgendwie hier im Jetzt zu leben. Und viel von dem wahrzunehmen, auch ein Stück weit, weil sie eben gesehen haben, dass ihre Eltern sich kaputt gearbeitet haben. Warum soll ich das auch noch mal machen? Wofür? Ja. Dann lieber jetzt noch mal kurz nach Bali jetten und da irgendwie tropische Früchte in Original essen. Ich kann das nachvollziehen. Ja, Jonathan? Ich glaube, ein Riesenproblem an der Geschichte ist auch, dass die Leute, die als erstes merken, uns geht Kacke, dass diejenigen nie die sind, die politische Entscheidungsträger sind. Also der alte Satz, Geschichte wird von Siegern geschrieben, gilt halt leider heute immer noch an diesem Punkt. Und dass erstens schon innerhalb unseres Landes die Menschen, die viel Geld haben, immer auf Kosten derer leben, die wenig Geld haben. Und jetzt ist es eben auch, gehört es leider politisch auch zum guten Ton, die gar nichts haben, auszuspielen gegen die Leute, die wenig haben. Ich weiß nicht, ob ich den schon im letzten Podcast erzählt habe, den Witz, wo die drei Typen in einem Raum sitzen, irgendwie ein Bildreporter, ein Weißer und eine Person of Color. Der Bildreporter ist, also sind 10 Kekse auf dem Tisch. Der Bildreporter ist 9
guckt den Weißen und sagt, ey, passt auf, die Person of Color, ohne natürlich dieses Wort zu benutzen, isst gleich deinen Keks auf. So funktioniert doch diese Art von Meinungsmache. Und das finde ich das Furchtbare. Und damit, jetzt spanne ich den Boden wieder, da sind wir nämlich dann wieder beim Rassismus. Weil natürlich sind die, die am wenigsten haben, die Leute, die herkommen, weil sie sonst in ihrem Heimatland sterben. Und ob sie jetzt sterben, weil das politische System so ist oder weil sozusagen der Klimawandel den Ackerbau vor Ort, wo die Leben nicht mehr rentabel macht und die ihre Leute nicht mehr versorgen können, ist ja erstmal egal. Also, das finde ich eben das Fiese, dieses Ausspielen von denen, die gar nichts haben, gegen denen man vorher alles weggenommen hat. Und Ja, das ist aber auch wieder so eine Story. Ich grätsche da mal kurz rein, weil ich es gerade nicht an mich halten kann. Ich habe ja selber in der Entwicklungshilfe gearbeitet und war viel in Ostafrika. Also nur so als Hintergrund. Und es ist so viel einfacher zu sagen, da wird dir was weggenommen, als zu sagen, da können wir was schaffen. Dafür muss ich ja ins Tun kommen und nicht nur ins Hassen. Ja. Und was ich halt selber erlebt habe, ist eine ganz andere Denkkultur und damit einhergehende Kreativität. Weil, und das ist eben das, was glaube ich auch viele nicht so nachvollziehen können, wenn Geflüchtete herkommen. Also ich habe da jetzt keine direkten Erfahrungswerte mit den Geflüchteten, aber ich habe eben die Kreativität der Menschen in Ostafrika erlebt. Das System, in dem wir leben, ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wenn jemand von außen hinzukommt und dieses System auch nur als kulturelles Konstrukt wahrnimmt und versucht, das System auszuspielen, um eben überhaupt in Sichtweite eines Kekses zu kommen, um dieses Bild mal zu nutzen, ja, dann ist das eine krasse kreative Leistung und auch nur nachvollziehbar. Ja, ich nutze natürlich alles, was ich an Vorteilen finden kann. Auch wenn das dann eben bedeutet, dass dieses System, das mir vorgesetzt wird, gegen sich irgendwie ausgespielt wird. Wir als Rollenspieler machen das ja auch manchmal, ne? Wir versuchen dann noch eine Bonusaktion zu bekommen oder noch einen extra Schaden. Und genau das Gleiche machen Außenstehende, die herkommen, die europäischen Systeme nur als Konstrukte wahrnehmen, die sie auch sind, ne? Wir sind ja nur so tief drin, wir sehen das selber nicht. Das ist einfach eine krasse Leistung. Da werden Lücken aufgezeigt, die könnten wir nutzen, um das System zu verbessern. Aber dann müssten wir ja wieder ins Tun kommen und nicht einfach nur hassen. Das ist so ungemütlich. ja, und es ist kompliziert und nicht einfach. Auch das, ne? Also bevor ich auf unsere große Abschlussfrage zurückkomme, weil wir gucken mal auf die Zeit, ne? Eine Sache noch zu Jonathans Sache, die ich ganz wichtig fand in deinem, du sagtest irgendwie Teilnahme am politischen Prozess, ne? Dass das auch nicht jeder kann. Gerade die untere Schicht wenig vertreten ist in den Entscheidungsgremien. Aber wenn dann mal jemand, der etwas niedrigere, Ansch also ne, es sind nicht, es ist alles Juristen, es sind alles Politikstudenten, keine Ahnung, wer da alles als Politiker sich verdingt, Lehrer. ne? Aber es ist halt, wenn dann mal jemand hochkommt, der eben keine Ausbildung hat oder der nicht diesem Klischee-Politiker-Bild entspricht, dann wird ihm das auch sofort vorgehalten. Ne? Heute erst auch einen Post gesehen, warum darf sich Luisa Neubauer überhaupt zu irgendwas melden? Was hat die denn schon geleistet? Ne? Man muss erst was geleistet haben, bevor man irgendwo mitmachen darf in einem Entscheidungsprozess. Und das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Ne? Also vor allen Dingen, erstmal ist Leistung ja sowieso subjektiv. Und die zweite Sache ist, warum sollten nur welche Leute, die was geleistet haben in politischen Entscheidungsprozessen, was, also gerne fachlich, gerne Leute, die da auch fachlich was drauf haben, gerne in Entscheidungsprozessen, wo sie ihr Fachtum auch einbringen können. Aber das passiert ja auch nicht, ne? Also guckt ihr euch mal die letzten Landwirtschaftsminister an. Also selbst der jetzige Landwirtschaftsminister, obwohl ich denke, dass er eine gute Arbeit macht, ist eigentlich nicht vom Fach.
So, also, ne, also, oder die Drogenbeauftragte da, die von der CDU war bei der letzten Legislaturperiode, die hatte doch nie gesehen, was der Unterschied ist zwischen einer Koksleine und einem Joint. Also, ne, also. Cool, ich habe da zwei Gedanken direkt dazu. Der eine, der ist ein bisschen schneller erzählt. Ich glaube, diese ganzen Ministerposten werden nicht besetzt aufgrund von fachlicher Kompetenz. Natürlich Ne, nicht, das ist so, natürlich nicht. natürlich nicht. Ne? Muss auch nicht, sage ich jetzt einfach mal, weil die fachliche Kompetenz ist im Ministerium, die Genau, leitende da sollte sie Position. sein, richtig. Und Genau, wenn sie die dann leitende aber auch Position. da ist, das haben wir jetzt ja auch gesehen, also wenn jetzt dann ein Energieexperte da ist, dann wird ihm das vorgeworfen, dass er ein Energieexperte ist, weil er ist ja parteiisch. Das ist so lächerlich. Nee, aber auch das, also als Leitung von so einem Ministerium habe ich eben genau das. Ich leite ein Ministerium, das einen bestimmten fachlichen Hintergrund hat. Ich muss also Führungsqualitäten beweisen, dass das auch bei manchen fehlt, ist klar. Weil eben politische Positionen dahin gesetzt werden. Aber ich muss nicht fachlich kompetent sein, ich muss in der Lage sein, das einzuschätzen, was mir gesagt wird. Soweit. Also das ist das eine. Das andere ist, wo ist das andere jetzt? Ich sollte mir das aufschreiben. Ich sollte so ein Notizbuch liegen haben und das noch nutzen gehen. Das mein Gehirn. Wir haben doch einen Chat. Den könnte ich auch Nächste. nutzen. Ja. Wo waren wir gerade? Ah ja, fachliche Kompetenz oder auch überhaupt Kompetenz und wie man dahin kommt. Und dass das zur Ausgrenzung führt, wenn man das nicht hat. Das habe ich auch gemerkt. Ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie. Und habe studiert als erster in der Familie. Wie schwierig es ist, in diese Denkprozesse reinzukommen, wie viel ich mir erarbeiten musste, auch einfach an Sprache, um mitreden zu können. Wie viel an, ich sag mal, Grundsubstanz erwartet wird, wo du dir schon drüber Gedanken gemacht hast, was du, also wie viel hier von mir erwartet wird, dass ich eigentlich irgendwie mal ein Instrument gelernt haben müsste. Weil ich ja Akademiker bin. Nee, habe ich nicht. Meine Eltern hatten da kein Geld für. Auf dem Dorf gab es auch keinen Gitarrenlehrer, den ich jetzt irgendwie toll fand. Oder ich habe mich auch da nicht für interessiert. Ich habe mich da nicht gesehen. Und dann, die Leute sind ja ganz perplex, wenn ich dann immer sage, ja, ich kann doch nicht mal Triangel, auch dazu gehört Kompetenz. Ja. Und es ist brutal schwer, auch da wieder so eine Gratwanderung zu fahren zwischen sich diese ganze Kompetenz aneignen, ob das jetzt ein Instrument lernen ist oder die Sprache oder fachlicher Hintergrund oder philosophische Grundausbildung, was weiß ich, und nicht den Kontakt verlieren zu der Substanz, die man ja eigentlich vertreten möchte. Ja. Das ist bockenhart, ne? Wenn dir da Juristen gegenüber sitzen und da logische Meisterschlüsse ziehen und du kannst nicht folgen, ja, da habe ich auch keinen Bock, da noch weiterzumachen, ne? Ja, ich habe schon Bock weiterzumachen eigentlich, aber Ich weiß, ach, der Einstieg wieder, ne? Heute diese ganz am Anfang, Drecksuhr. ja, ganz am Anfang stand noch, ich weiß gar nicht, ob wir so lange reden können. Ist das Thema nicht ein Ja. bisschen schwammig? Ja, wir reden dann Ja. einfach. Aber ich sage jetzt einfach mal, Jonathan, Demokratie und wie wir sie retten können und Rollenspiel. Also, erklärte vor 2 Tagen einer Freundin per Sprachnachricht, was Cyberpunk ist. Sie sagte, was ist denn daran Science Fiction oder Zukunft? Haben wir doch Oh mein jetzt Gott. schon. So, das fällt mir auf dieser Tage. Also, das ist das eine. Und dann denke ich mir, Rollenspielen ist ja, also kann ja auch so einen Eskapismus haben, wenn so völlig klar ist, dass man jetzt die Guten spielt, die immer den Bösen verhauen und es hoffentlich auch schaffen, wenn sie einigermaßen gut würfeln. Oder sonst spielt halt der NS. Also man spielt ja so oft Helden beim Rollenspielen und das tut gut, weil man ein Held sein kann. Von Zeit zu Zeit braucht man das nämlich, glaube ich. Also so bin ich ja, dass ich auch dadurch, dass ich das gebraucht habe, bin ich ja zum Rollenspielen gekommen. Wenn man dann sehr früh anfängt, Shadowrun zu spielen, kommen da komische Power Game Charaktere mal raus. Aber anderes Thema. Und trotzdem finde ich es spannend, so Rollenspiele zu spielen, wo das nicht unbedingt der Fall ist, sondern wo Dilemmata und Grauzonen eine große Rolle spielen. Also,
wo man sich irgendwie im Kleinen entscheiden muss. Und das finde ich ganz spannend. Und manchmal denke ich, in so einer Gruppe läuft ja auch nicht alles immer demokratisch, sondern am Ende setzt sich vielleicht der durch, der sagt, ich Ist hau den alles Goblins jetzt Gott. den Kopf ab. Oder halt der sagt, nein, wir machen das nicht, bist du bescheuert. Also ich glaube, Rollenspielen ist vor allem eine schöne Möglichkeit, so ein Was wäre, wenn auszuprobieren. Also ob jetzt was Entscheidungsprozesse, Setting oder Worldbuilding oder Gruppenverhalten oder einfach nur auszuprobieren. Schaffe ich es eigentlich, mich in jemanden hineinzuversetzen, der ganz andere Dinge kann als ich? Geht das? Oder geht das nicht? Ich stelle mich fest, je älter ich werde, dass die Leute immer auch ein bisschen sich selber spielen. Mal mehr, mal weniger stark. Das hast du jetzt erst mitbekommen? Na, ja, mit 16, So fing mit das bei 16. mir an. Lustig. Nee, mit 16 habe ich immer irgendwelche Waffen, da war ich alles, Alex aber war nicht schon so wie immer meine alt. Charaktere. Alt und weise, genau. Ich spiele immer Ah. Elminster oder Gandalf, genau. Ach, Nein, Quatsch. lustig, ja. Ich war irgendwie immer sowas wie ein irgendwie schwer bewaffneter Ork oder Brucher oder so, oder wie auch immer man die ausspricht, oder Gangrel, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall immer gerne Leute vermöbelt. Mit möglichst vielen Würfeln. Und das ist etwas, das habe ich als sozusagen Außenseiter und Mobbingopfer nie getan. Und jetzt stelle ich fest, ach, man ist sich ja doch selbst ganz schön ähnlich. Ja. Und stelle ich auch beim Rest also ich stelle es ehrlich gesagt nur bei der einen Gruppe fest, bei der Online-Gruppe kenne ich ja, habe ich ja überhaupt erst eine Person mal live gesehen und kenne ja niemanden außerhalb des Rollenspiel Kontextes außer die Stadtpoeten. Das ist auch so Von witzig, wenn daher. man, sorry, vielleicht ist als Thema fürs nächste Mal. Dieses, wie kann ich denn meine Mitspielenden wahrnehmen, als Charakter und als Mitspieler, wenn ich, also wenn ich die Leute nicht kenne, ist das dann gerade der Charakter? Wie viel von denen ist der Charakter und wie viel nicht? Das ist mich, also ich muss die Leute kennenlernen, sonst komme ich nicht klar. Ja, Session Zero, so wichtig. Das ist für mich tatsächlich aber eine Form von gelebter Demokratie im Rollenspiel, so ein Session Zero, wo man sagen kann, was ist mir wichtig, was möchte ich haben und was nicht. Und das wird dann respektiert. Das ist eine Form von Demokratie, von Selbst- und Fremdwahrnehmung und Achtung und Respekt. So. Das war jetzt, glaube ich, meine Antwort auf diese Frage heute Abend. Ich würde da direkt drauf aufbauen, wenn ich darf, Quali. Weil diese Session Zero finde ich nämlich genauso wichtig, weil die auch, und das ist ja das, was häufig irgendwie zu kurz kommt oder auch in den Quasi Teenager-Runden sind zu. das die Koalitionsverhandlungen. Ist so ein Stück weit, ja. Und da darf dann auch jeder zu Wort kommen. Das wird ja impliziert. Und wenn es gibt dann irgendwelche Alliance and Veils, die man dann nutzen darf und kann man auch anonym irgendwie ins Google Doc schreiben und was nicht alles da. Kann also jeder sich äußern und der Raum dafür wird geschaffen, was im Rollenspiel, im Spiel vielleicht manchmal nicht passiert, weil der Barde irgendwie mal nach vorne prescht und dann mit seinen überzeugenden Würfen total alles bestimmt oder der Magier zaubert einen Feuerball rein und dann ist eh alles vorbei. Ja. Da kann man als Spieler sich einbringen und seine Wünsche äußern. Also das ist auf jeden Fall ein total starkes Element, was ich hoffe oder wo ich auch sehe, dass das immer mehr und mehr angenommen wird und wo ich hoffe, dass das, und das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, auch ins Realleben überkommt. Ne, dieses Bleeding heißt das, glaube ich, dass man Erfahrungen aus dem Rollenspiel mit ins Realleben nimmt. Eigentlich ja von den Figuren, die man spielt, aber genauso auch, wie man das Rollenspiel gestaltet in Form der Session Zero und darüber hinaus. Genauso wie ich natürlich auch Bleed In, also von meinem Realleben, was in das Spiel mit reinnehme. Das hast du ja gerade auch angesprochen, Jonathan. Charakterzüge mal ausspielen an sich selbst, mal ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich einfach mal vor mich hin laber? Oder was passiert, wenn ich nur drauf hau? Wie
Was macht das mit mir? Das kann man herausfinden und ausprobieren. Ja, das finde ich auch total wichtig. Auch, dass man diese Heldengeschichte erlebt, ein Stück weit selber. Und dass man auch vieles ausprobieren kann, was unsere Realwelt auch schöner machen würde. Was ist denn so eine Welt ohne Rassismus? Wie sieht die denn aus, gerade wenn verschiedene Rassen da sind? Kann man das überhaupt spielen? Ich habe schon mit Spielern geredet, die dann meinten, das geht nicht. Und ich denke mir so, warum nicht? Wir zaubern Feuerbälle und da fliegen Drachen. Warum muss Rassismus sein? Ja. Und man kann das auch noch in extremere Spiele, also hier bei uns im Rollenspielverein gibt es eine Anfrage immer oder ein Angebot, wo komplett die Welt auf den Kopf gestellt wird. Eine Welt ohne, also ich glaube irgendwie sehr viel Anarchie und Gender ist kein Thema, jeder darf alles sein. Und zwar auch wirklich betitelt und eigentlich das, was unsere Welt ist, auf den Kopf gestellt und dann spielen die da drin. Mir ist das ein Tick weit zu weit weg vom Eskapismus, den ich suche, weil es dann zu sehr in der realen Welt ist, auch wenn alles auf den Kopf gestellt ist. Ne, es ist aber eigentlich genau das Gleiche, nur die guten Seiten hoffentlich. Aber man kann das mal anspielen in verschiedenen Intensitäten. Und auch das dann wieder im realen Leben nutzen. Da gibt es dann ja auch Rollenspiele im Arbeitskontext oder Serious Games in der Wissenschaft, wo das da auch wieder genutzt werden kann. Also es sind Fähigkeiten, die wir nicht ablegen müssen. Und eins wollte ich auch noch sagen, was auch noch was ist, was Rollenspiel mit dem realen Leben gemein hat. Zufälle, die man nicht im Griff hat. Der Würfelwurf ist etwas, womit ich lernen muss, umzugehen. Der hat mal mehr oder mal weniger Auswirkungen, je nachdem, in welchem Regelsystem ich mich bewege oder was ich für ein Powergamer bin. Und das ist eine Fähigkeit, die im Leben so wertvoll ist. Sich nicht irgendwie auf die geeichten Bahnen von DIN A4 Blättern auszuruhen, sondern zu sagen, das Leben kommt manchmal, wie es kommt. Und ich muss damit nicht einverstanden sein. Aber dann, also wenn ich am Tisch anfangen würde, meine Mitspielenden oder die Würfel zu hassen, wenn sie mal nicht so laufen, wie ich das möchte, dann spiele ich falsch. Also das ist klar, viele sagen, man kann nicht falsch spielen, aber ich sage doch da, an der Stelle schon. Ja. Amen. Ja, ich will gar nicht mehr groß drum rumreden für meinen Teil. Ich halte Rollenspiel, hat der ja Jonathan eben auch schon angesprochen, diese Dilemmata, die man bespielen kann, halte ich auch für eine schöne Parallele zur Gesellschaft oder zu demokratischen Verhältnissen. Einfach um mal andere Sachen aufzuzeigen. Man hat seine Charaktere, die halt in ihrer Meinung zu einem gewissen Grad festgesetzt sind. Und man konfrontiert sie einfach mit Problemen oder mit Standpunkten, die nicht ihre eigenen sind und lässt sie dann einfach mal die Grauzonen halt mal durchleben und durchforschen. Und können dann mal schauen, wie ist das denn, wenn sich die Meinung mal ändert? Oder wie ist das denn, wenn ich mal dem Dark Urge mal nachgebe oder sowas? Was passiert dann überhaupt? Ohne dass man direkt halt vor eine Wand fährt, wie es in der Realität wäre. Ne? Und das ist dann so ein Safe Space. Und gleichzeitig lernt man dadurch, den anderen auch mal Spotlight zu geben. Weil das kann die Politik bei uns, könnte die das, aber die wollen es nicht, weil es die eigenen Wahlen wahrscheinlich beeinflusst. Ich warte immer noch auf diesen Moment, wo irgendeiner von der Partei sagt, hey, Sie da von der anderen Partei, die nicht mit uns in der Koalition ist, das haben Sie richtig, richtig gut gemacht. Dankeschön. Auf diesen Moment warte ich, da würde ich so applaudieren, wenn das irgendwann mal passiert. Ja, danke fürs Gequatsche. Und danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir müssen, glaube ich, eine Menge Shownotes irgendwie zusammentragen, glaube ich. Das müsst ihr euch mal dran erinnern, an alles, was ihr irgendwie hier so erwähnt habt. Irgendwie. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Wenn nicht, Asche auf unser Haupt. Ihr werdet es erleben. Genau, ihr dürft auch in den Kommentaren nochmal nachfragen. Ja. Ja. Auch so. Ja. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch mal mitquatschen wollt mit uns, schreibt uns ruhig an. Wir sind für alles offen und ja, vielleicht gibt es ja auch noch mal einen zweiten Demokratie-Talk mit Zeitiger noch dabei oder mit anderen Leuten von euch da draußen. Würde uns freuen.
weil wir haben da noch lange nicht alles abgegrast. Es war ja auch ein weites Feld. Nicht wahr? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.